Ja, hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei Sunkenland mit mir, eurem Sombyra. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Fast nahtloser Übergang, ich habe die Nacht noch geschlafen und ja, ich sehe schon wieder Hunger, Pipi, alles Musa hier, der Kollege. Ich habe noch hier lecker Jakobsmuschel, Leute, ja. Die beste Muschel überhaupt aus Jakob. So, heute, wir haben in der letzten Folge gebaut, wir haben jetzt eine schöne Küche. Alle sind ganz neidisch in den Kommentaren. Hoffe ich. Nehme das am Stück auf. Ich weiß es nicht. Ja, schön wäre es auf alle Fälle. So, Leute, guck mal. Wir haben, da sind die Zwillingsfelsen. Da am Wasserpark. Ich wollte nochmal Richtung Wasserpark. Und dahinter war ja auch noch was. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen. Mutanteninsel, Freizeitpark. Ja, genau. Hier dran vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinten auf der Insel war, wo dieser Riesenklotz hängt. Keine Ahnung, ich habe heute ein bisschen Bock, ein paar Köpfe zusammen zu schießen. Vielleicht habt ihr auch Bock, falls ja, lasst jetzt schon mal ein Like nach oben. Also, ein Like nach oben, genau, lasst mal ein Like nach, Like da. Das andere ist ja ein Dislike. Ja, genau, ein Like, ja, ein Träumchen. Da ist das Riesenrad. Ein Like, eine Fahrt im Riesenrad, Leute. Ich sage Dankeschön. So, da sind wir. Ruf geht's hier. Action. Wir haben hier nämlich noch nicht vieles nicht gelootet. Guck mal hier. Da. Das, ja, dann. Oh. Die gute Bing-Vase. Von Oma Bing Long Dong. Endlich habe ich sie wieder. Und das mit dem Knacken, Leute, das habe ich immer beim Holz abhacken. Ne? Also. Ich habe eure Kommentare da gesehen. Nochmal Dankeschön für euer Feedback da. Ich weiß nicht warum. Das ist aber auch nicht immer. Manchmal, wenn man auf dem Holz draufhaut, dann schöppert das so extrem. Boah, hier geil, die Achterbahn, Leute, mit Looping. Guck mal. Hui, hui. Geil. Boah, was hätte ich jetzt Bock, ey. Mal ganz ehrlich, ich hätte jetzt so Bock auf Freizeitpark. Wer will mit mir ins Phantasialand, Leute? Oder raus. Oh, ich habe irgendeinen Scope oder so. Ah, Repetiergewehr. Toll. Ich habe nur gedacht, was ich kriege. So. Aber hier haben wir noch ein bisschen. Ne? Was die alle so im Freizeitpark haben, weißt du, wenn mal einer frech wird. Oh, den schieße ich mal eben aus der Achterbahn raus. Kein Problem. Oh, mal eben. Erwin. Erwin, los. Erwin, hol mal dein Repetiergewehr. Wir müssen mal den Fahrgast aus der Achterbahn schießen. Der war frech. Ach ja. Ja. Huch. Jo. Warte. Hier. Wenn ich so einen Knacken nochmal höre, dann sag ich. Dann sag ich ihn jetzt. Oh. Oh, guck mal, hier mal noch ein Safe. Ich sehe schon, komme ich. Brauche gleich gar nicht zu der anderen Insel hin. Ui. Guck mal hier, eine Modelleisenbahn, Leute. Und was haben wir da noch? Aha. Eine Kamisole. Oh, endlich habe ich eine Pistole, Leute. Endlich eine Pistole. Das lassen wir hier. Wir nehmen die Pistole mit. Die Vase muss ich mitnehmen hier. Den Helm. Polizeihelm habe ich ja eigentlich auch schon, ne? Aber na gut. Nehmen wir mal mit. Den Rest lassen wir hier drin. Da schon wieder ein Repetiergewehr. Und die guten weißen Handschuhe. Man möge mir verzeihen, dass ich sie nicht mitnehme. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Das war hier. Wo ist es? Wo ist mein Schiff? Da. Ein paar Sachen mal wegbringen. Schiff. Tu nicht so. Das sieht geil aus, ne? Die Kamisole. Zieh ich mal an. Obwohl, sieht man wahrscheinlich nicht. Obwohl, die hat nur eins Rüstung. Nee, lass mal aus. Scheiß drauf. Aber die Pistole ist geil. Da freue ich mich drauf. Und die gute Vase von Oma Meiling. Ach, die Oma Meiling, ey. Gerne würde ich sie nochmal wiedersehen. So. Das. Der ist leer. Dann können wir den mal mit reinschmeißen. Da nochmal raus hier. Der Hai ist gar nicht mehr da, ne? Den habe ich, glaube ich, getötet. Ich habe ja hier Erze gefarmt. Den Hai, den habe ich weggemacht.
Die gehen mir auf den Sack. Oh, guck mal hier. Ah, genau, hier waren wir ja gerade, ne? Da haben wir nicht alles mitgenommen. So, jetzt ist das weg. So, dann mal gegenhauen. Ja, vielleicht haben sie es auch gepatcht, aber da kam kein Update. Hm. Nehmen dann mal alles mit. Wegschmeißen kann man immer noch. Wir haben so viele, wir müssen unbedingt mal zum Händler. Das ist unnormal. Ich habe auch so viele Sachen, wo so ein Symbol dran ist, ist wertvoll und so. So, warte mal. Hier aufpassen. Nicht, dass ich da hängen bleibe, dass ich die Fuddel mache. Guck mal hier, haben wir auch noch was. Benzin. Weiß ich natürlich nie, ob sich das gleich jetzt mal lohnt, wieder da hinzugehen, ne? Zu der anderen Insel da. Aber das kennen wir ja hier alles. Das andere kenne ich noch nicht. Kann ich hier nicht looten? Was ist da los? Ich will looten. Geht nicht. Und ich bin gleich ertrunken. Huch. Hm. Kann ich nicht. Wir wollen neuen Content, Leute. Komm, wir fahren zur Insel, oder? Obwohl da vorne, es könnte noch was sein. Hier haben wir auf alle Fälle noch gutes Metall. Da soll man nie Nein sagen, ne? Basis freut sich. Benzin. Auch richtig wichtig. Und Teile kriegen wir da raus. Was ist das hier? Gar nichts. Ah, guck mal hier, ein Mülleimer. Da ist meistens auch mal cooler Stuff drin. Oh. Hier aber nicht. So. Hä, was ist das denn? Achso, das ist der Mini. Der Autoscooter. Jetzt wollte ich den Autoscooter looten. Lul. Ja, kann man ja mal probieren. Vielleicht war ja, wäre da ja auch mal drin gewesen. Und hier noch mehr. Noch mehr Benzin. Oh, ich sehe schon, ey. Und so viel Eisen. Ah. Ich werde gar nicht fertig hier. Ich werde fertig gemacht. Und da ist auch noch was. Oh, mein Dumida, ey. Warum denn? Oh, Metall. Aber, was finde ich nicht? Diese komischen Kommoden da, ne? Wo die Teile drin sind. Die finden wir natürlich nicht. Da bin ich mal zu blind für. Oder ich übersehe sie mal freiwillig. Guck mal, hier ist auch noch was. Oh, Mann, Leute, ey. Eieiei. So ein rotes Ding wäre schon geil jetzt hier. Den suche ich mal reinbauen können. Da sehe ich auf alle Fälle noch was. Warte mal, habe ich noch eine. Eine Pistolero habe ich noch hier. Zack. Und runter. Da sehe ich nämlich noch was. Hier, da, hier. Gucken. Nochmal Waffenteile. Da war nichts, ne? Nee. Hm. Oh, hier ist auch noch was. Achso, zum Zerhauen, okay. Wir haben ja so wenig Holz. Nimm mal mit. Achso, das ist ja da, wo wir waren hier, ne? Genau, hier waren wir. Ich fahre, beziehungsweise ich schwimme immer im Kreis hier. Ja. Da sieht du gut aus. Kann man das hier noch kaputt hauen? Nein. Glaube. Wie weit haben wir? 81%. Puh. Ich glaube, wir haben so langsam fertig hier. Da war ich gerade. Hier ist noch ein Auto. Da wird wahrscheinlich wieder dasselbe drin sein, wie auch überall. Metallschrott und ein bisschen Gedöns. Ja, Metall und Gedönszeugs. Damit sind wir voll, ne? Voll, voll, voll. Der hat schon wieder Hunger, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Abnormal. Aber ein schöner kleiner Freizeitpark. Ein Riesenrad und Achterbahn und ein Autoscooter. Juhu. Oh. Ja. Wir sind gut dabei.
So, wir fahren da mal hin. Ich decke das Ding mal auf. Und eventuell müssen wir nochmal eine kleine Pause machen. Bürgerzentrum. Neutral. Geil. Das sieht doch mal geil aus. Ah, das kenne ich von dem Bild. Aber wenn wir hier schwimmen müssen, dann habe ich ein Problem. Das sieht geil aus. So. Hat er nicht einfach einen Screenshot gemacht? Kommen wir denn da rein? Warte mal, ich tauche mal kurz. Ach du Scheiße. Uff. Wow. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Krass. Jo, ich würde einfach sagen, ich komme wieder. Keine Frage. Heute ist nicht das Ende aller Tage. Ja, Leute, ich sehe gerade, es dauert halt noch ein bisschen, bis ja, wir was machen können hier, denn die Zeit ist schon wieder für den Tag halb rum. Deshalb habe ich mal halt einfach überlegt, ich mache hier mal jetzt noch ein bisschen Baui und wir werden mal gucken. Guck mal hier, wir haben nämlich hier Schrank, ne? Kokawa Schrank. Warte mal, ich baue den da mal hin. Ein schöner Schrank. Sieht auf alle Fälle gut aus. Warte mal, ich brauche ein bisschen Stoffel. Stoffle. Dann machen wir mal ein bisschen ein bisschen hier Das kann ich bei Leder brauchen. Vielleicht Glas noch mal ein bisschen. Und hier. Ich nehme einfach mal mit. Dann machen wir einfach mal eine schöne Sitzecke hier, ne? Machen wir einfach mal was Bescheidenes hier. Guck mal, karierte Couch. Da. Die könnten wir jetzt hier hinsetzen. Zack. Karierte Couch. Dann hier noch ein schönes Sesselelement dran. Zack. Und hier. Zack. Dann brauchen wir jetzt natürlich einen schönen Tisch, ne? Bescheidener Tisch. Bescheidener Stuhl. Haben wir nicht was Besseres. Einfacher Schrank, kleine Bank. Massivholzregal. Stuhl, Tisch, scheiner Tisch. Schein ist ja gar nicht so meins, ne? Aber gut. So. Kleine Bank. Okay, pass auf, bescheidener Tisch. Was ist da riesig? Der passt da gar nicht hin. Der zerstört alles. Das ganze schöne Bild. Ih, den will ich weghaben. Kann man die nicht kleiner machen? Was ist denn da los? Wo ist mein Umzugskarton? Ja, damit. Yeah. Geht ja gar nicht. Pfui. Iba. Wir müssen auch irgendwas Schönes herstellen können hier. Da ein quadratischer Tisch. Guck mal. Passt optisch da auf alle Fälle schon mal schöner hin, ne? Ui, guck mal. Oh, wir haben sogar richtig. Oh. Mit
Oh nee, aber fortgeschrittene Teile, die haben auch eine Murmel. Wer macht denn das? Und Fernseher, Leute. Oh, da brauchen wir eine feine Holzplanke. Nein, die können wir noch gar nicht bauen. Oh, ich will den Fernseher haben. Wie kriege ich denn die feine Holzplanke? Wahrscheinlich erst mit so einem Siegerapparello. Ach Mann, yo, da brauchen wir das richtig gute Zeugs für hier. Ansonsten haben wir gar nichts, ne? So ein Holzschrank. Aber so ein Holzschrank, Massivholz, einfacher Schrank. Warte mal, der ist ein bisschen da. So abseits. Ey, jetzt hier ein Fernseher hin. Hier der Fernseher drauf. Da müsst ihr euch jetzt den Fernseher hinstellen. Also vorstellen. Haben wir da einen Fernsehtisch für? Scheinender Tisch. Schreibtisch. Einfacher Schrank, da. Der hier, oder? Einfacher Schrank. Gucken wir mal. Tja, so kann's kommen, ne? So kann's kommen. Da machen wir hier schön. Einen schönen Schrank. Da kommt der Fernseher drauf. Da kommt der Fernseher drauf. Sehr gut. Einfacher Schrank. Den ist falsch rumgebaut. Wahrscheinlich, ja. Oder? Warte mal. Den falsch rumgebaut. Jetzt kommt der so rum. Könnte auch so hinkommen, ne? Oder ist das jetzt falsch? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das sieht doch schön aus. Dann nochmal hier ein schönes. Ui. Toll. Toll. Dann haben wir hier was Schönes hingebaut. Dann haben wir hier eine schöne gemütliche Ecke. Hier hinter ist die Küche. Sehr gut. Vielleicht sollten wir hier nochmal so ein Wasserparallel hinbauen. Dann hätten wir das komplett. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Warte mal, was können wir denn sonst noch bauen? Ich gucke. Natürlich ein geileres Bett, ne? Wir haben so ein einfaches Bett. Wir können uns ein geiles Bett bauen. Akkuladegerät. Das könnten wir bauen, ey. Dann könnten wir können uns mal diesen Fischapparello-Ding bauen. Also hier diesen Warper da. Der Händler hat den, nicht Warper. Boah, wie heißt denn das? Hast du bei Subnautica auch? Diesen Jetglider da, den man in der Hand hält. Oh, guck mal hier. Ein Aquarium, Leute. Ein Aquarium. 30 Glas. Uff. Und leistungsstarker. Das ist doch der, den wir haben, ne? Genau. Den haben wir. Ja, ich glaube. Ich glaube, das mache ich noch nicht. Das Akkuladegerät wäre vielleicht nochmal ganz geil. Dann könnte ich mir auch Akkus bauen. Kosten so ein Akku. Wahrscheinlich auch Elektrik, ne? Batterie. Hier so eine Stirnlampe wäre vielleicht nochmal ganz gut. Und den Recycler. Generator. Ja gut, aber Benzin kann ich noch nicht machen. Ja, ich würde einfach sagen, Leute, dann machen wir mit dieser wunderschönen Ecke hier, ja, ein Folgenpäuschen, ne, Leute. Kommt vorbei, wir setzen uns hin hier, gibt ein Bier oder einen Kaffee und dann tratschen wir mal über die Welt und bald habe ich auch Fernseher. Oder ihr wartet, bis ich den Fernseher habe und dann gucken wir irgendwas Schönes. Dann sage ich Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Habt noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Träumchen, wenn Träumchen, Support kein Mord. Gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.